ich habe einen Nachtpunkt, hey. Fliege ich vielleicht mal hin. Ist vielleicht einfacher, als die alle zu töten. Ich meine, mein Geld kriege ich so oder so, von daher. Obwohl, ich bin mir nicht so sicher, ob ich da weg... Oh Gott, Minen. Geh weg. Geht weg, bitte. Oh Gott, Minen. Da gibt es, wenn ich mich richtig erinnere, noch so eine richtig beschissene Mission, wo wir durch Minen durchfahren müssen. Inklusive Strömung und so ein Dreck. Die haben da viel Spaß mit den Minen, glaube ich. Ich bleib mal lieber unten. Ich will da gar nicht so weit hoch. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Oh Gott. Ich fahr jetzt noch nach B, einen verlassenen Außenposten. Ja, verlassene Außenposten, warum denn nicht? Ist immer gut, verlassene Außenposten, wo kein Schwein ist, die einen verteidigt. Wo dann gegen ganz doll viele Schiffe spielen darf, schießen sich, kämpfen darf, so, das Wort suche ich. Ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Wo kommen denn die aktiven Minen her? Naja, vielleicht von dem AN-Panzer hier. Macht die Scouts plündern nichts wie weg hier. Vielleicht erstmal die Panzer, hä? Schnauze. Ich sag mal erstmal den Scout in die Luft. Wenn ich ihn irgendwann mal treffe. Halt, falsche Taste. Mach die Scouts platt, dann nicht sie weg hier. Ich habe die Scouts platt gemacht, oder? Ah nein, da ist noch ein Scout. Ey, wo bist du hin? Ah, wo ist er denn? Da ist er. Eine Panzerung mag diese Schiffe nicht. Oh, da sind noch mehr Scouts. Toll. Ich freue mich ja. Ich freue mich so sehr, wenn so viele Gegner da sind. Das hättest du wohl gerne gehabt, hä? So einfach mache ich es dir dann nicht. Ah, Scout. Blasen wir noch schnell weg und dann alles ist gut. Verschwinden wir. Warum sind wir überhaupt zu den verlassenen Außenposten geflogen, gefahren, wie auch immer. Atacama City. Der Traum für jeden Bewohner von Aqua, der einmal im Leben richtigen Felsboden unter den Füßen spüren will. Am östlichen Rande der Tornado Zone, vor Südamerika gelegen, haben es die rührigen Anarchos geschafft, eine Felsenhöhle im Kontinentalabhang abzuschotten und mit Helinox Atemgas zu füllen. In diesem chaotischen Labyrinth aus Felsen, Röhren und Tunneln erwarte ich in irgendeiner Bar mit warmem Bier und kalten Mädchen El Topos Informanten aufzustöbern. Atacama City, Höhlenstadt, 5285 Meter. Gut gemacht, ich dachte schon, meine letzte Stunde hat geschlagen. Du warst seit 2000 wert. Kein Problem, mein Vergnügen. Pass auf dich auf, Zingen, Zingen. Blase El Nino. So, Waffenhändler. Gab es hier nicht auch irgendeinen Schiffshändler mal irgendwo? Waffenhändler. So, ich gehe erstmal wegen reparieren. Ich könnte natürlich gleich auf alles reparieren klicken, aber das wird so einfach. Vendetta 2. Ey, jetzt könnte ich mir doch. Nee, kostet glaube ich 4000 schon. 13.000, ja. Da weiß man schon, wo die Sache hingehen wird später. So, wir speichern erstmal. Das ist noch recht günstig. Salpetre Taverne. Geschäftsmann. Was gibt's? Wenn du mir nicht die neueste Ausgabe von Aquacurl bringst, kannst du gleich abziehen. Wollt du mal so einen Weg herumhören, wie es mit kriegerischen Aktionen hier aussieht? Ha, kommt gerade recht seltener. Hier hat jeder jeden auf dem Kieker. Und ich schlag gegen mein Mikrofon. Sehr gut. Und wen hast du auf dem Kieker? Wäre dein Job für mich drin?
Nix mit Kiga, aber ich hätte eine Fuhre Schmuggelschnaps nach Skönsch zu bringen. Kann aber selbst hier nicht weg. Schäfte, möchtest du 1900 verdienen? Oder ich, wenn du bezahlst, bin ich dein Mann. Ja, ich sorge dafür, dass du eine Fracht an Bord kriegst. Gib's einfach in Scavenger bei Mary Wool ab. Alter, war mal gerade eben. Ingenieur. Hey Fremder, wie schmeckt unser Atemgas in Atacama City? Ich bin zuständiger Ingenieur. Der zuständige Ingenieur. Sagen wir, es ist außergewöhnlich. Wie ist die Zusammensetzung? Tja, wir benutzen das Helinox, das uns Entrox verschabelt. Jagen es durch einen Dekontaminator und versetzen es mit Surface One. Okay, erreicht das ist weitgehend von seinen radioaktiven Bestandteilen, aber was ist Surface One? Haben wir aus der Klarsion, sagen genau, dass genau so die Erdoberfläche riecht. Woher wollen Sie das wissen? Niemand war jemals oben. Sagen, dass Sie das Rezept für den Duft aus alten poetischen Büchern haben. Ja, es riecht hier irgendwie erdig. Ich dachte, das kommt von den Felswänden. Zum Teil, die Wände von Atacama City bestehen weitgehend aus massiven Naturgestein. Das ist einmalig, Aqua. Ich habe gehört, dass viele Menschen extra deswegen hierher kommen. Es ist ein unmittelbarer Kontakt zur Erde, kein Titaniumschicht dazwischen. Genauso ist es. Die Leute fangen an zu träumen. Sie finden etwas wie ein Heimatgefühl. Ja, ich erinnere mich an die alten Märchen, dass Akama City vor abtrünnigen Familien der Clansmillion gegründet wurde. Und dass es hier gigantische Riesenkalamare geben soll, die ihr Leben den nahen heißen Quellen verdanken. Hahaha, ja, ich kenne diese Märchen. Es gibt Leben bei den Quellen, den Hot Vents. Chemosynthetisches Leben, aber keine Monster. Yeah, und ihr macht aus diesem chemosynthetischen Eiweiß ein Bombenexportgeschäft. Gerade jetzt, zum bevorstehenden Jahrestag in Neopolis. Von wegen, die Atlanta zahlen uns lächerliche Summen, diese Ausbeute. Und von den mageren Gewinnen machen sich Warlords wie San Diego und Willy Boys Stanton ein schönes Leben. Yeah, für die reicht es. Und der kleine Mann guckt in die Röhre. So ist es. Also schön mit dir zu reden. Ich muss weiter. Lichtfreund. Bin ich dein Freund, Spasti? Wo ist überhaupt der Freund von? Keine Ahnung. Jasna Ostovic. Kannst du mir helfen? Kommt drauf an, um was geht es? Sagt dir das Hochdruck-Nervensyndrom etwas? Keine Ahnung, nie gehört. Da habe ich jetzt keine Zeit für dich. Informiere ich zuerst einmal. Okay. Oh, was hast du? Keine Ahnung, mir ist es schwindelig. Kein Gefühl im rechten Bein. Mist, vielleicht ein Kohlendioxidabfall. Was tut in seinem Fall? Du bist deine eigene Atemgasflasche. Das Gemisch dort ist bestimmt besser als das auf dieser Station. Ja, aber ich weiß nicht, an was es liegt, dass so etwas vorkommen kann. Das ist eine ernste Sache. Okay, jetzt habe ich hier mit allen geredet. Im Schnelldurchlauf. Ich rede ganz schnell. Ich will erst nochmal nach Entropoint 4. Entropoint 6. Nein, 6. Ach. Falsche Taste, ja. Nein, sie kostet doch mehr, als ich gedacht habe. Man kann auch nicht mehr zurück, wie ich sehe, aber ich war ja überall. Hoffe ich mal. So, machen wir diese Mission noch schnell. Hinterhalt, dass Alkohol eine lebensgefährliche Droge ist, hast du schon immer gewusst. Aber dass man ihn noch nicht mal trinken muss, um dran zu sterben. Jedenfalls fordert die Gruppe Anarchos vor Scavenger deine ganze Nüchternheit. Oh. Gibt es Schnaps, wir sitzen schon seit 2 Monaten auf dem Trockenen. Alkohol ist ungesund, davon kann man sterben. Nächster Feind. Bist du der nächste Feind? Nein. Doch, du bist der nächste Feind. Ich schieße das aber voll vorbei, so wie sie das gehört. Ui. Der hat mich aber voll erwischt. Und tschüss. Hallo und tschüss, habe ich gesagt. Bäh. Was? Was ist mit denn dahin? Treibstofftrank, A in Cousin. Soll ich mich die denn auch noch anlegen? A in Papa? A in Mama? Könnten Sie da mal anschauen. Das sind so Cousins umgebracht. Rache. Das war vielleicht nicht so die gute Idee. Mir die halt auch noch in die Luft.
meine, noch habe ich Leben. Wo ist denn der Kerl jetzt? Ach, da. Du stirbst zuerst. So, jetzt musst du dir doch langsam mal... Treffe ich das Ding von hier aus? Ich glaube schon. Ja, das geht. Vielleicht bringst du irgendwas, wenn ich die auch noch in die Luft, ja. Keine Ahnung, ich mach's halt einfach mal. Den Tod meiner Söhne will ich Blut sehen. Na Flint, mal wieder einen Clan vernichtet. Soll ich mir jetzt irgendwie Sorgen machen deswegen, oder? Soll ich vielleicht besser abschießen? Ist das ein Bomber, oder? Ja, es ist ein Bomber. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell hinter den kommen. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Mit schnell meine ich verdammt schnell. Ah, scheiße! Nein, geh runter! Nein! Ah, der fliegt so scheiße! Ah, der fliegt so beschissen! Muss denn das sein? Ich will wissen, ob das irgendwas bringt, wenn ich die in die Luft jag. Was? Hallo, willst du mich verarschen? Scavenger, Abbau von Blau. Was? 2540 Meter. Was soll denn der Schmann jetzt? Atacama City, Höhlenstadt. Och nö. 1285 Meter. Was zur Hölle? Ach. Abbau von Blauschlick. Okay, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Schon wegen her, glaube ich. Ne? Atacama City, Höhlenstadt. Ah, darf ich das nochmal anhören? Toll, ich... geht zum Doc. Ich bin der Doc. Doch, ich leide unter Kolindixidmangel. Dann weißt du, was zu tun ist. Ja, aber ich weiß nicht, an was es liegt, dass so etwas vorkommen kann. Das ist eine ernste Sache. Er ist der Doktor, toll. Ja, ich muss jetzt nochmal mit allen reden, das geht nicht anders. Diesmal speichere ich jetzt vorher. Was soll denn der Mist? Ich habe vor allem gesagt, die Mission wiederholen. Will das Spiel mich verarschen? Aufschaltung geortet. Ein Scout. Ja, wie soll ich dem Torpedo denn bitte schon noch ausweichen? Ich hätte jetzt mal die Kühe. Danke. Nein. Tschüss. So, jagen wir das Ding in die Luft. Anarcho Mama. Was soll das überhaupt für ein Schmann heißen? Das ist unser Gesenks umgebracht. Jetzt muss ich erstmal ein Stück weg. Die kommen doch jetzt hoffentlich mal her, oder? Ja, da kommt er schon. Nummer 1. Piero? Hat sich schon erledigt. Soll ich vielleicht die richtige Taste drücken? Da ist der nächste. Oh. Soll ich vielleicht weniger vorbeischießen? Ach was. Oh, Mama ist mir gefolgt.
Na, Flint, mal wieder ein Clan vernichtet. Gewissen. Das Gewissen redet mit mir. Aufschaltung geordnet. Ein Nahiopapa für den Tod meiner Söhne. Den Tod seiner Frau juckt ihn nicht so sehr. Aber die seiner Söhne, das ist schon heftig. Jetzt muss ich schauen, dass ich möglichst direkt hinter ihn komme. Dann kann ich ihn leicht besiegen. Wo ist denn der? Wo ist denn hinten? Da ist hinten. Nicht so einfach, da hinten dran zu bleiben. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich ihn, glaube ich. Hoffe ich. Nehme ich mal an. Stirb doch. Stirb. Bin ich gut oder was? So. Einfach weil das können, zerstöre ich jetzt noch diese Treibstofftanks. Lieg halt nicht so nah ran. So, werfen wir das Ding noch hoch. Einfach weil wir es können. Geht doch. Und weg. Vielleicht bringt das ja irgendwann mal was. Ich habe keine Ahnung. Anforderungs-Scavenger, könnte ich auch wegblenden, ne? Ist immer dasselbe. Scavenger, Abbau von Bauschlick. 2540 Meter. Erstmal ins, nein, erstmal Geld abholen. Fuller. Bist du Fuller? Ist mit Ruhe, Söldner. Söldner kennt Söldner, wie heißt du? Wer will das wissen? Vielleicht bin ich mein Name, wenn ich deinen weiß. Mein Name habe ich in der Sträflingskolonie des Shogunats verloren sollen. Nicht, Bruder, ich war auch fort. Ein Jahr. Mein Name ist Deadeye Flynn. Grüß von El Topo. Deadeye, der beste Kampfpilot aller Ozeane. Ja, ich bin toll. Darauf trägt der alte Fuller ein. Wie geht's dem alten Maulwurf El Topo? Er hat ein Problem. Ein großes Problem. Er hat einen Pin. Habe ich gehört, du hast einen seiner Schwefelfahrt verloren. Ich triff keine Schuld. Schwefel war ganz sicherlich am Bord des Kahns. So, sag schon, was du weißt. Kleine schwarze Box, Boris Santiago hat sie an Bord der Big Fat Mama, seinem Riesenfrachter. Santiago, diesen Kröter aus dem Mangan-Knollenfeldern, was will er damit anfangen? Er ist in den letzten Jahren reich geworden, er will Tornado-Summen ganz allein für sich. Dann hat er das Monopol auf Mangan-Knollen, chemosynthetisches Eiweiß und den Technologieschmuggel. Und er will Entox entmachten, dann hat er auch als einziger außer denen das Know-how für die Sprungschiffe. Ich habe gehört, dass ein Wissenschaftler Machina Antarktika entführt hat, damit er ihm hilft, die Sprungschiff-Technologie zu kopieren. Er wird mächtiger als Aqua Gutere. Yeah, El Topo hat da wirklich ein Problem. Topo ist beinahe am Ende, er hat kaum noch Kohle. Die Föderation hilft ihm nicht, obwohl er streng genommen in ihrem Sinn arbeitet. Jetzt hängt alles an dir, Flint. Sehe ich auch so, ich werde Santiago stoppen. Ja, ich ganz allein. So brauchst du ein wirklich gutes Boot, hervorragende Bewaffnung. El Topos Leute können dir nicht weiterhelfen. Er gibt sich gern zu, aber er steckt Meter tief im Schlick. Keine Sorge, ich kriege ein Boot. Ich werde zurückkommen und Santiago in Stücke schießen. Also gut, Herr Flint. Kennst du jemanden, der einen Job für mich hätte? Hier rennt ein gewisser Chris Krüger rum. Ist Kapitän der Poseidon, ein Frachter von Bentons Unlimited. Finde ihn. Er sucht jemanden wie dich. Probier's in Atacama City. Danke, sieht aus, als ich wieder voll im Geschäft wäre. So, Barkeeper. Zu viel Stunden hat Brautzensat, hab ich recht? Ja, yeah, also jung, schön und intelligent sein. Pah, wir haben liebe Mädchen hier, aber sie werden schnell alt. Das ist kein Leben, das ist auf den Tod warten. Da drüben eine gesehen, die ist doch recht hübsch und frisch. Frauen bleiben in der Arztstation nicht länger als die Hoffnung auf einen Lotteriegewinn. Sie haben jetzt mit solchen Leuten, sie brauchen einen Grund hier zu bleiben, streng dich an. Wie dem auch sei, da drüben ist ein bisschen als Eva. Was für ein komischer Name, aber sie ist nett. Probier dein Glück. Warum ist Eva komisch? Stimmt doch gar nicht. Gut, versuch mein Glück, das vertreibt vielleicht meine Müdigkeit. Arbeiterin. Oh Mann, schon wieder ein Tourist. Siehst du, ich bin geschäftlich hier. Pfeift drauf, die Jungs aus Neopolis stützt euch auf uns und saugt unser Blut. Na na, Lady, ich kann mich beherrschen, was ist denn los? Ihr könnt unsere besten Wissenschaftler mit Geld. Ihr lasst uns hier der Zonendeckel leicht austrocknen. Profitiert von den Billiglöhnen, aber steckt nichts rein. Ich kann dir mal was reinstecken. Ich habe recht wenig mit Polizei zu schaffen, aber genau das ist doch die Tornado-Zone. Für Geld verkauft ihr eure Familien.
Blödsinn, wir müssen überleben. Wir kämpfen fast täglich mit enormen Verwirbelungen durch die Oberflächentornados. Wir haben viel versäumtes Wasser hier unten. Na und, was kümmert es euch? Verantwortung ist doch genauso egal wie die Bonze Neopolis. Hauptsache ein schnelles Geschäft machen, ansonsten wird gejammert. Sag dir was, Sylvie, ich habe 3 Kinder. Es ist verdammt schwer, ihnen hier eine Zukunft zu schaffen. Weil ihr das daran, dass ihr die meiste Zeit verbringt, euren Warlords eine angenehme Gegenwart zu verschaffen. Hast du recht, durchgeknallte Spinner wie diese Boris Santiago verhindern ihr regelrechten Fortschritt. Das stabilisiert ihre Macht. Santiago wird nicht sonderlich gern gesehen, was? Er ist der mächtigste Mann im Pazifik. Manche vergöttern ihn, andere würden ihm liebst ein Messer reinjagen. Soll ich dir mal ein Messer rein? Ja, wir werden sehen. Mir scheint, dass eine Götterdämmerung bevorsteht. Herr Lady Söldner, ich habe schlechte Laune. Mein Freund drüben sagt, du seist ganz nett. Ein Jammerladen. Schade, sonst ist es eigentlich in Ordnung. Ich habe verstehen, ihr habt kein leichtes Leben hier auf Scavenger. Sag es denen, die dafür verantwortlich sind. Wie ist dein Name? Flint. Emerald Deadeye Flint. Scheiß nett zu sein, Deadeye. Was tust du? Ich schlage die Zeit tot. Das gleiche tue ich mit bösen Jungs. Ein Söldner, ich habe nicht viel für Totschläge übrig. Sie sind der Grund, warum es so mies geht. Ach was, manche beschützen euch doch auch. Ja, du meinst, die teilen den Job, die einen wollen uns umbringen, die anderen beschützen. Bullshit, das ist ein Männerspiel. Wie steht's mit dir? Willst du mit mir spielen? Sicher, warum nicht? Ich habe viel Gelegenheit zum Spielen, bei den Männern auf dieser Station. Okay, wo ist der Spielplatz? Kommst du am besten 4 Stunden ins Wohnviertel Apartment Delta 8? Ich warte auf dich. Sorry, das war plan ich nie im Voraus. Waffenlager, Waffenhändler. Halt, ich muss erst noch den Job beenden. Ne? Mary Wool. Hä? Was hast du denn für mich? Ich habe euer Feuerwasser. Nur Geld wert, kriegst die volle Summe. Danke, Mary Wool, das war's dann. Die Ohrensteiflämpler. Ich habe meine Ohren immer steif. Nicht, das ist das Einzige, was ich steif halte. Tobi Escobar, Fremder. Du hast atlantische Kleidung an. Das trägt der Mann von Welt. Nicht jeder kann im Tornado so ein Look rumlaufen. Gefährlich, einen Einwohner der Zone zu verspotten. Wir kennen den Himmel und die Hölle. Wir sind vom Teufel getauft worden. Blas dir nicht auf, Escobar. Ich komme auch aus der Tornado-Zone. Ach, egal. Willst du damit sagen, du bist einer von uns? Ja, ich könnte dein Bruder sein. Mein Vater war hier in Atacama City recht aktiv. Aha, möge die Dunkelheit mit dir sein, Bruder. Was tust du hier? Ich brauche einen Job. Job, eh? Hör zu, du tust mir einen Gefallen, dafür besorge ich den Job. Was für einen Gefallen? Bringst eine Ladung Diamanten aus dem Roten Meer zu Lisa X nach Entropoint. Gefährlich, die Sache? Nein. Lisa ist gefährlich, der Job nicht. Wie ist es mit der Bezahlung? Ich bezahle gar nichts, aber Lisa hat einen echten Männerjob für dich. Bringt was ein. Bin dabei, bring eine Bonn und liefere sie ab. Nehme ich immer gern. So. Waren wir dann überall hier erstmal. Wir waren erstmal überall. Wir kaufen ein. Wenn wir hier irgendwas drauf kaufen könnten auf diesem beschissenen Kahn. Hier sieht man auch die Werte, wollte ich mal sagen. Damit machen wir dann schon mal doppelten Schaden kaufen. Und wenn wir schon dabei sind, reparieren wir mal alles. So, dann speichern wir nochmal. Spiel speichern. Speichern. Ja. So, das war's für heute mit Schleichfahrt. Ja, nachdem ich eine Mission 4-mal gemacht habe, läuft das sonst ganz gut. Das wird sich später noch richtig extrem schnell ändern und so. Aber darum geht's heute nicht. Ich hoffe, die Qualität war so halbwegs in Ordnung, die Lautstärke. Wenn nicht, ich kann ja nochmal fein justieren, so danach. Später und so, ne? Egal, Karl. Das war's für heute mit Schleichfahrt. Ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.